Hallo. Ja, wir befinden uns gerade voll an einer Hütte, weil sie 36 Grad, dafür aus der Garage auch zu. Ich bin aber weiter geschafft. Wie gesagt, haben wir runter aus Lo und auf dieser Platte aus Lo schon die Hütte mit installiert. Der ganze Motorraum geflackiert. Das ist also gut eine Woche hier, wo das gemacht hat. Leider Gottes bin ich noch nicht mehr weit gekommen, weil obwohl ich meine Traverse nach meinem Berg so vom Pulverbeschicht herumkriege, bin ich gerade noch in einem Mega-Kampf mit mir selber, respektive mit der Powerflex. Mit der Powerflex-Buchse, weil ich kriege die für die Frecke nicht dran. Ich bin am Punkt, mir einfach Originaler zu kaufen, weil ich die einfach nicht dran kriege. Das sind Powerflex Black, also schwarzer, und schon mal, also Powerflex hat man mitgelegt, dass das die steifste Buchse sind, die sie haben. Und ja, sie haben mal die Heritage, Classic Heritage oder Heritage proposiert, und ich werde die auch geschickt kriegen, und dann ja, werde ich die wahrscheinlich aber, weil ob der Platz, ob der Traverse vom Motor brauche ich die mit ziemlicher Sicherheit gar nicht. Voilà, wie gesagt, der Motorraum ist komplett lackiert gegangen. Den Hütteschutz ist schon drin. Ich habe auch schon den Bremskraftzylinder und den Bremskraftverstärker angebaut. Ohne ABS an einer Eichstoffhase, weil anscheinend ist das doch möglich, das hier nur zu rüsten. Ich habe im Moment kein ganzes Kit parat und ich will nur sehen, dass der Motor lebt, dass der Motor dran ist, er lebt. Und ich die ganzen Komponenten rundherum bauen. Wie gesagt, ABS ist im Moment noch zweitrangig. Ich werde wahrscheinlich aber 400 Androhungen beim TÜV umbauen auf ABS. DAX, die ist auch um die Bannen, mit einem neuen Stabi von HR, mit dem PU-Lager auf dem Triangle, also auf dem Querlenker. Die Bremsen sind noch installiert, die Vorwege sind installiert. Häufig gesagt, noch ein Wisch aus Domstreif innen, die auch für mehr Steifigkeit zuerst. Ich habe sehr viel schon dran, aber ich habe nicht so einen Unterschied durchaus gemerkt. Die Lenkentrieb ist auch nicht dran, ich habe keinen Neidkauf und ich habe doch nicht überholen gelöst, weil das wieder noch funktioniert. Und wie seht ihr so schön, Never Change Running System, ich bloß einfach mal dabei und dann gucken wir weiter. Ich weiß nicht, ob in der anderen Perspektive mal hinzustecken. Hier sehen wir die Bremsanlage mit dem Federbein, was da immer geschraubt ist. Wie gesagt, das ist hier alles schön schwarz, weil ich alles mit neuem Unterbodenschutz lackiert habe, um dann verproppert zu sein, weil ich kann nicht damit leben, mit einem proper Motor haben und dann den Drahtschul, ne, wie die voilà. Hier sehen wir den dicken Stabi von HR, da haben wir die Referenz. Da. Und hier wird nur noch die PU-Lager, die PU-Buchse von Powerflex kommen für Pialetten und den Triangel festzuschrauben. Hier den Triangel mit meinem neuen Traggelenk. Hier ist der Golf 2 G60 Lager. Auf originalen Golf 2 Berso, ich den heute nicht geändert, den das ist selbst wie viel drin geht, aber Pulverbeschicht, wie ihr vielleicht unschwer erkennen kann. Ihr seht alle sehr wie neu. Hier ist die Wiesch aus Domstreif, die innerst für Uwen und Joran. Das hat den ja, ganz am Anfang gesehen, wo ich den Motor rausgeholt habe. Der Teil ist noch mein alt, aber noch neut, Hinnischlehrer von der Bord. Und hier sind ich gerade am Gangen mit neuen Leitungen für Servo-Lenkung zu bauen. Ich weiß nicht, wie die alle Leitungen ausgesehen haben. Hier sind Leitungen, das waren Stachleitungen mit einem normalen Gummischlauch, der vom Lenkgetrieb bis auf den Ausgleichsbehälter und vom Ausgleichsbehälter auf die Servopumpe gegangen sind. Das werde ich alles ein bisschen umbauen, nämlich mit den heute Fittingen, die Dash-Fittingen. Und du geht es von BAT. Motorsport, also Bat Motorsport wie Bat wie Batman. Voilà. Bat Motorsport, die ganz Fittingen
respektive auch die heute Nylons Stuhlflexleitungen, die ich werde dann für die Servolenkung abbauen. Wie gesagt, hier ist die Arrivée und hier die Retour. Und dann hier ist Dash 8 mit seiner Hohlschraube und mit einem Banjo. Das hier ist M16 Hohlschraube und ein 16,5mm Durchmesser Banjo. Hier haben wir eine Verschraubung auf Dash 8. Das ist auch eine Dash 8 Nylons Leitung, die ich gerade wieder gewesen habe. Und hier sind so Adapterin. Von was hier den 90 Grad Winkel, den hast und den Adapter draufgeschraubt, dann hier ist ein Adapter, den also auf der engen Seite, das sieht eben so aus, wie ich wieder am Bild gewesen habe, das ist für so eine kleine Dichtung rundherum und als Hallen eben, eine Verschraubung für die Dash 8 umzubauen. Hier haben wir gesagt, vielleicht noch, ich bin voll da, und ich irgendwann ein bisschen vermurkst, wo ich wollte festziehen, da finde ich mal, dass den eigentlich neu kaufen, aber ich habe sie separat aufgefilmt, ich kann nicht so anderwärts weisen. So, wie gesagt, hier Bremskraft Zylinder, Bremskraft Verstärker aus den originalen, den ich schon dran hat, 9 Zoll Durchmesser und hier ist ein 22,2mm langen Bremskraft Verstärker, Bremskraft Zylinder, wo hier oben wird ein Ausgleichsbehälter abkommen von einem Skoda Octavia RS und eben den originalen Stoff davon. Wie gesagt, im Moment baue ich noch nicht über BRS, aber das ist aber ganz unproblematisch machbar. Da brauche ich einfach nur den Bremskraftzylinder zu wechseln, dass man eine ganze Maschinerie aneben, dann nur Bremsleitungen aufpassen, aber das haben Leute auch im angebauten Zustand gemacht. Ich werde mir das dann für später halten. Wie gesagt, ich noch ein paar den Kupplungsgeber angebaut. Also kleine Nippel drauf. Du könnt dann nur am Anfang dieselbe Flüssigkeit wie von der Bremsflüssigkeit könnt halt drüber. Das ist auch alles hydraulisch, hydraulisch eben. Und hier ist dann nur den Aufgang, den dann nur auf den Nehmerzylinder von der Bord geht. Ich weiß noch nicht, ob ich heute die Originalleitungen werde dafür holen oder ob ich auch vielleicht ob da vielleicht auch so ein Adapter gibt, für Dash irgendetwas, Dash 6 oder Dash 4 umzubauen, aber da muss ich mal nachgucken, ob das, also das hat auch noch Zeit. So, dann hier die Hützematt vom Alois, vom Philipp Kees, als selbstklebend, war ziemlich einfach abzudrehen, ich setze ein bisschen unproper aus, aber das sind aber, weil das heute Metall ist, kriegen die Wellen da nicht ganz raus. Obwohl ich so ein extra Rollo benutzt habe, ist das nicht so einfach. Voilà. Bremsleitungen habe ich auch soweit angebaut und provisorisch mal festgeschraubt, jetzt gucken, wie der Verlauf ist. Nur wenn ich nämlich abbaue, muss ich gucken, ob der Freigängig geht. Respektive hier, wenn ich meine Leitungen baue, dass ich gucken, okay, also 90 Grad Winkel, gut, brauche ich vielleicht einen 30 Grad oder 45 Grad Winkel für lange Leitungen zu kommen und so weiter. Das sind alles Sachen, die nicht mehr gesagt von allen guten Komponenten rundherum gebaut sind. Ich habe gesagt, eigentlich schön, wie es lackiert geht. Muss ich dem Jan dann eigentlich mein Kompliment erschwatzen, dass das wirklich mega gut ging. Ich meine, da könnt ihr euch erinnern, wie das heute war. Heute war wie auf dem blanken Metall und das ist wirklich mega sauber. Auch hier haben wir matt lackiert. Wir haben am Anfang bis hier oben bei die Kante lackiert, weil alles anders wäre nicht proper gehen. Heute seid ihr noch für den Dom. Lo hat es gesagt, ich habe es gesagt. Habt ihr am letzten Video gesehen. Voilà. Ich weiß heute, der Gott, das war so also ein schöner orange Sticker drauf, den muss ich mal wahrscheinlich neu kaufen, weil den hast du den Tape aufgezogen, dass die Leute mal drauf kommen. So, das wäre für dieses Video gewischt. Ich hoffe, dass am nächsten Video der Motor endlich rackern, dass meine Traverse fertig sind. Und voilà, bis dahin. Viel Spaß. Merci für's Nachgucken. Ciao.
Thank you.